Die Lüge unseres Wirtschaftssystems und unserer ganzen Gesellschaft beruht darin zu sagen, alle Menschen können so leben wie wir, wenn sie nur fleißig sind. Das geht ja schon in Deutschland nicht, das merken Sie doch jetzt, wo es ernst wird. Die ganze Diskussion um die Billiglöhne heißt doch nichts anderes, als dass diese Wirtschaftsexperten sagen, damit der Lebensstandard der Mittelschicht gehalten werden kann, muss ein Drittel der Bevölkerung hier für Kost und Logis arbeiten. Das ist doch die Quintessenz unserer jetzigen Krise, oder? Damit Sie weiter in Urlaub fahren können, müssen andere eben für 3 Euro die Stunde arbeiten. Urlaub für alle geht nicht. Alle Menschen, unser Lebensstandard, das geht schon aus physischen Gründen nicht. So viel gibt der Planet nicht her. Alle Inder, alle Chinesen, so viele Autos wie wir, da können wir alle noch einmal den Zündschlüssel umdrehen, 15 Minuten rumfahren und das Öl ist komplett aufgebraucht, für immer. Und die Atmosphäre natürlich auch. Jetzt hat die EU-Kommission letztes Jahr gesagt, wir können die Zahl der Autos nicht kontrollieren, aber wir können den CO2-Ausstoß pro Fahrzeug in den Griff kriegen. Wir können das per Gesetz regeln, dass die Autos weniger CO2 ausstoßen dürfen. Und da schrie die deutsche Autoindustrie sofort wieder auf, sind die wahnsinnig. Solche Schlagzeilen. 65.000 Arbeitsplätze in der deutschen Autoindustrie in Gefahr, wenn diese Pläne Wirklichkeit werden. Und dann sitze ich wieder da und versuche das zu begreifen. Das ist ja mein Schicksal. Wieso gehen Arbeitsplätze in der Autoindustrie verloren, wenn die Autos weniger Dreck hinten rausblasen? Versuchen Sie mir das mal zu erklären. Das ist echt eine Knobelaufgabe. Wer sowas in die Zeitung kackt, sollte Aspirin dazukleben müssen. Es gibt nur einen logischen Zusammenhang. Die Zahl der Mitarbeiter, die man braucht, um ein Auto zusammenzuschrauben, muss vom CO2-Ausstoß des Fahrzeuges abhängig sein. Oder die gehen bei der Autoindustrie davon aus, dass die Deutschen überhaupt keine Autos mehr kaufen, wenn da nicht genug CO2 hinten rauskommt. Dann sagt der Deutsche, nee, dann verliere ich die Freude am Fahren. Wenn da nicht genug Dreck hinten rauskommt, dann gehe ich zu Fuß. Nein. Herr Wissmann, was muss man tun, um als Sprecher der Autoindustrie arbeiten zu dürfen? Muss man sich jahrelang am eigenen Auspuff beatmet haben, oder was? Michael Gloß, der ja 3,5 Jahre lang in dem Wahn gelebt hat, er sei unser Wirtschaftsminister, der meinte letztes Frühjahr, wollen Sie, dass wir ein Volk von Kleinwagenfahrern werden? Natürlich nicht, Herr Gloß, sind Sie völlig wahnsinnig. Wenn der Deutsche die Wahl hat, mit einem kleinen Auto über einen intakten Planeten zu zockeln oder stattdessen mit einem schönen großen Geländewagen über einen verwüsteten Planeten zu brettern, da weiß der Deutsche doch, was er will. Die Erfinder der Endlösung sind doch keine Kleinwagenfahrer.